Wie erklärt sich die Wirkung dieser faszinierenden traditionellen Methode? Wissenschaftlich betrachtet haben wir es mit einer dreifachen physikalischen Wirkung zu tun. Die Ohrkerze erzeugt im Ohr einen leichten Unterdruck, den sogenannten Kamineffekt. Die Bewegung der Flamme führt zu einer Vibration der Luft in der Ohrkerze, die sich auf das Trommelfell überträgt. Diese Trommelfellmassage bewirkt eine Dekompression und Regulation der Druckverhältnisse im Ohr-, Stirn- und Nebenhöhlenbereich. Hinzu kommt die Wärme, die sich angenehm intensiviert. Insgesamt wirkt die Ohrkerze auf Trommelfell, den Mittelohrbereich, die eustachische Röhre und damit auf das gesamte Kammersystem ein. Patienten beschreiben dies als wohltuende, druck- und schmerzlindernde Empfindung, hauptsächlich im Ohr-Kopf-Bereich. Spontan kann es zu einer freieren Nasenatmung und einem Druckausgleich selbst bei zuvor verstopfter Nase kommen. Zudem wirkt die Anwendung der Ohrkerzen angenehm entspannend und emotional zentrierend auf den Patienten. Die Wärme regt die Durchblutung an, sie intensiviert das Immunsystem und kräftigt die Zirkulation der Lymphe. Außerdem werden wichtige Energiepunkte und Reflexzonen stimuliert. Die traditionellen Kräuter der Indianer, Salbei, Kamille und Johanniskraut, wirken reinigend, desinfizierend und anregend zugleich. Esoterisch betrachtet werden durch das reinigende Feuer negative Vibrationen der feinstofflichen Energiefelder ausgeleitet und der Energiestatus insgesamt harmonisiert. Der durch erfolgreiche Forschung in Verbindung mit jahrelanger Erfahrung in Produkt- und Qualitätssicherheit entwickelte spezielle Filter stellt sicher, dass kein flüssiges Wachs oder zu viel Kondensat, das beim Abbrennen der Ohrkerze entsteht, in das Ohr gelangt. Der Filter besteht aus umweltfreundlichem PE und hat die Form des indianischen Mutter-Erde-Symbols.